Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal nicht von mir, sondern von meinem Bruder. Der war nämlich jetzt eine Zeit lang in Bulgarien unterwegs und da hat er nämlich eine Tour gemacht. Er ist von Zvoge nach Kap Emine gelaufen. Also eine ziemlich lange Wanderung, war er fast einen Monat unterwegs. Deswegen werden jetzt die nächsten Videos über die Wanderung von Christian gehen. Und genau, der hat das alles ein bisschen verfilmt, hat mich gefragt, ob ich es auf meinen Kanal stellen möchte. Und das mache ich jetzt sehr gerne. Deswegen viel Spaß beim Anschauen. Ich weiß selber noch nicht genau, was dran vorkommt, aber ihr werdet es jetzt sehen. Viel Spaß. So, es geht endlich los. Ich befinde mich auf dem Weg nach Bulgarien. Das hört sich so bescheuert an. Hier steht mein Gepäck. Ich bin gerade in Lichtenfels. Ich fahre jetzt mit dem Zug nach Nürnberg, wo ich dann losfliegen werde. Ich fliege nach Bulgarien. Alle anderen Optionen wären ja sehr langwierig gewesen. Der Bus, der braucht über 30 Stunden nach Bulgarien. Das wollte ich mir nicht antun, deshalb fliege ich jetzt von Nürnberg nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Sofia, das ist die Hauptstadt von Bulgarien. Und von da aus geht es dann weiter, aber das werdet ihr dann bestimmt sehen. Mein Rucksack ist sehr leicht, mit nur 13 Kilo, momentan aber ohne Essen, Trinken und Sprit. Das muss ich alles noch besorgen, Sprit für den Kocher. Der Rest, der ist wegen Flugzeug und so, will ich den erst danach besorgen. Genau. Als nächstes geht es jetzt dann nach Nürnberg zum Flughafen. Bis dann. Wie ihr seht, ich bin in Sofia angekommen. Ich habe euch nur ein paar kleinere Videos gemacht während der Reise. Ich musste sehr lange warten am Nürnberger Flughafen, weil mein Flug um 6 Uhr früh gegangen ist. Und Züge nicht über Nacht fahren, musste ich da 5 Stunden warten. Ja, es gibt auch Schöneres, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Und dann bin ich nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt dann nach Sofia jetzt hier weiter. Den Rucksack, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich deshalb so verpackt, weil wir jetzt schon öfters das Problem hatten, dass die Rucksäcke hängen bleiben beim Fliegen irgendwo auf dem Gepäckband oder so wegen den ganzen Bändern. Und deshalb habe ich da jetzt 2 Müllsäcke rumgemacht und ganz viel Klebeband. Wie zu erwarten, es ist sehr heiß hier. Also wir haben, glaube ich, 33 Grad oder so. Ich hoffe, dass es ein bisschen kühler wird, wenn ich in die Berge komme. Also ein bisschen unter 30, das wäre schon ganz angenehm. Jetzt laufe ich hier gerade noch ein bisschen an der Hauptstraße entlang, weil ich vom Flughafen jetzt bis zur Innenstadt laufe. Ich habe auch gar keine bulgarischen Lev. Das ist ja die Währung, mit der da bezahlt wird. Und somit kann ich mir auch gar keinen Bus kaufen, beziehungsweise ein Ticket für den Bus kaufen. Wir sehen uns, wenn ich in der Innenstadt angekommen bin. Avdomivka. Das ist alles so abgeranzt hier. Aber genau das gefällt mir. Jetzt stehe ich wahrscheinlich vor dem bekanntesten Gebäude in Sofia. Das ist so eine Kathedrale. Alexander Nevsky Zentrale. Zentrale, genau, Christian. Kathedrale meine ich natürlich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber die schaut auf jeden Fall sehr cool aus. Ich zeige es euch gleich nochmal andersrum. Ja, und so sieht die mit der guten Kamera aus. Hier nochmal die andere Seite. So, nachdem ich jetzt ca. 10 Kilometer durch die Stadt gelaufen bin, wollte ich jetzt endlich zu meiner Wohnung hier, also zu diesem
runtergeranzten Haus hier. Das ist eigentlich so ein Easy Apartment, was man sich halt quasi für eine Nacht irgendwie bieten kann. Aber ich finde, es schaut nicht sehr erfolgsversprechend aus, oder? Wenn man das so anschaut. Ich weiß nicht, ich habe dem jetzt mal auf WhatsApp geschrieben, aber der antwortet irgendwie nicht. Der war das letzte Mal online um 13.11 Uhr und jetzt haben wir 16 Uhr. Ja, es ist hier noch so ein Drückding. Ich habe auch eine PIN irgendwie bekommen, aber ich glaube, das ist eher für die Webseite. Ich habe es gerade schon versucht, klappt leider nicht. Ich muss jetzt einfach warten, dass der anruft. Wenn nicht, weiß ich nicht, was ich jetzt mache. Ich habe es zwar jetzt selber nicht mehr wirklich geglaubt, aber ich bin jetzt in der Wohnung. So sieht die aus. Es hat ein Bett und eine Ablage. Es gibt Strom, das ist schon mal sehr gut. Und es gibt sogar eine Dusche. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Es war heute wirklich furchtbar heiß, 33 Grad oder so. Ihr seht es auch hier ganz dezent. Ich habe leicht geschwitzt. Ja, deshalb läuft jetzt hier auch der Ventilator. Ich bin es auf jeden Fall sehr für schöne Wohnung hier habe. Genau, ich habe ihn jetzt gerade angerufen über WhatsApp und dann hat er mir doch geschrieben und dann perfekt, hat alles gut geklappt. Da war dann der Schlüssel in so einem kleinen Safe drin. Das war so eine kleine Schnitzeljagd, sage ich mal. Da musste man vorne erst den Code eingeben, dann oben nochmal den Code vom Schlüssel und dann nochmal die Nummer raussuchen. Und dann hat man das richtige Zimmer gehabt mit dem richtigen Schlüssel. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt, perfekt. Und mehr brauche ich eigentlich auch nicht als das hier. Jetzt gehe ich noch schnell einkaufen und dann haben wir den Tag erledigt. Ich habe mir jetzt mal meine Crocs hier angezogen, weil es sehr viel angenehmer als den ganzen Tag mit den Bergstiefeln rumzulaufen. Die habe ich mir nämlich auch extra mitgenommen, die Crocs. Das hat sich in Norwegen schon bewährt. Da bin ich ja auch schon durchgelaufen und das ist mir sehr schön am Abend. Vor allem heute habe ich mich eigentlich schon mal gut eingelaufen, 10 Kilometer oder so. War bisher nicht so ein großes Problem, auch vom Gewicht her war es gut, vom Rucksack her. Aber das Problem ist, es morgen nochmal ca. 5 Kilo draufkommen. Einmal an Wasser, dann das ganze Essen und ja, wie gesagt, Sprit brauche ich auch noch. Das heißt, es wird schon nochmal ein wenig schwerer. Aber sonst ein erfolgreicher erster Tag, es hat alles geklappt. Perfekt. Ja, guten Morgen Leute, ich befinde mich immer noch in Sofia. Ich bin gerade gestartet von meiner Wohnung und gehe jetzt zum Bahnhof. Da nehmen wir den Zug nach Svoge, weil da werde ich dann endgültig starten. Ich laufe nämlich nicht direkt hier aus der Stadt los, den Müll muss ich nur wegbringen, sondern ich laufe wie gesagt in Svoge los. Schauen wir mal, ob wir das alles hinkriegen mit der Bahn. Perfekt. Ja, wie schön, dass sie Steckdosen haben. Die aber nicht funktionieren. Oh Mann, ey. Ja, mega cool. Ich sitze jetzt hier gerade noch im Bahnhof. Übrigens kaum abgeranzt, wie man sehen kann. Naja, mal schauen. Get up.
Vergangenheits-Christian falsch gedacht. War leider doch der falsche Zug. Ich stehe jetzt ein bisschen außerhalb von Sofia. Jetzt muss ich wieder zurückfahren und dann nach Skopje. Ist komisch, weil ich glaube, wir haben beide dasselbe Ziel irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Die haben beide Varna als Ziel, die beiden Züge. Aber das ist scheinbar ein anderer Zug. Naja, jetzt fahre ich mal wieder zurück und dann schauen wir weiter. So, ich bin endlich in Skopje angekommen. Damit lasse ich jetzt die Zivilisation hinter mir. Ich habe jetzt gerade noch eingekauft im Supermarkt, 2 Kilo Nudeln. So viel habe ich, glaube ich, auch noch nie auf einer Wanderung eingekauft und ja, sofort mitgenommen, weil ich werde jetzt lange keinen Supermarkt sehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange. 3 Liter Wasser habe ich jetzt insgesamt dabei, weil es sehr heiß ist. Heute Abend weiß ich aber, dass ich was auffüllen kann. Ansonsten, jetzt hole ich mir noch Sprit für meinen Koffer. Und das soll es dann gewesen sein vom Einkaufen her. Ich hoffe, ich kann das überhaupt auftanken, weil das sind ja nur 0,7 Liter oder so. Ja, naja. Schauen wir mal. Sprit konnte hier kein mitnehmen wegen Flugzeug, deshalb muss ich das jetzt machen. Naja, wir sehen uns. Sehr schöner Platz hier. Schau mal. Ich bin immer noch nicht aus der Stadt raus. Ich hatte nämlich eine ganz lustige Story gerade. Und zwar habe ich ein bisschen Verständigungsprobleme gehabt, als ich versucht habe, Sprit aufzufüllen. Und so bin ich mit der Flasche hergekommen, mit der ja der Kocher betrieben wird quasi. Und sie hat die ganze Zeit gedacht, ich will was zu trinken haben. Sie hat überhaupt kein Englisch gekonnt. Naja, hat ein bisschen gedauert.